Bücher begleiten uns ein Leben lang. Bücher erzählen Geschichten. Ein Buch kann ein Meilenstein im Leben sein. 10 Tage, 10 Bücher, die Bücher-Challenge, zu der ich eingeladen wurde. Mit Büchern, hinter denen immer eine kleine Geschichte steckt. Buch Nummer 3, Henri Charrière, Papillon, 600 Seiten Weltliteratur. Und der eine oder andere kennt es wahrscheinlich als Film, das ganze Buch. Eine ganz spannende Sache, nämlich es geht um ein doch sehr trauriges historisches Kapitel der französischen Geschichte. Der eine oder andere weiß ja, dass die Engländer ihre Strafgefangenen damals nach Australien verschifft haben. Und die Franzosen haben das etwas im neueren Zeitalter auch gemacht. Sie haben sie nämlich nach Französisch-Guyana verschifft. Der eine oder andere kennt vielleicht Französisch-Guyana. Da ist das Ariane-Raumprogramm, da starten die Raketen. Und bis 1953 haben die Franzosen dort Strafgefangene deportiert. Und ja, das ist die Geschichte von Henri Charrière. Papillon steht für Schmetterling. Und Schmetterling deswegen, weil er am Halseinsatz einen Schmetterling hatte. Das ist auch ein Bestandteil der Geschichte, weil es geht um seine Flucht aus diesen Gefängnisinseln oder von diesen Gefängnisinseln. Und er bekommt also während dieser Flucht entsprechend einen Schmetterling gestochen von einem Indianerstamm. Eine ganz spannende Geschichte, die auch in Anführungszeichen einen kleinen persönlichen Bezug hat. Da erzähle ich gleich noch was zu. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll geschrieben. Der Film ist wirklich noch bekannter, nämlich mit Steve McQueen und Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Sollte man sich wirklich auch mal ansehen, dann steigt man also relativ gut in dieses literarische Thema ein. Das dieses Schwergewicht heute mit knapp 600 Seiten. Ja, die persönliche Geschichte hinter dem Buch, die ist sogar familiär begründet. Es geht ja um die Gefängnisinseln auf Französisch-Guyana. Und ich habe tatsächlich im erweiterten Verwandtenkreis so ein Onkel um so und so viel Ecken, der deportiert wurde und der auch historisch eine sehr tragende Rolle, so sagt es die Legende, in Befreiungskriegen in Marokko gespielt hat. Und Marokko war ja damals Kolonie im Zeitalter vom Ersten Weltkrieg und davor. Ja, und ist da gefangen genommen worden, weil er dort im Befreiungskampf für die Rifkabylen mitgewirkt hat und ist dann nach Französisch-Guyana deportiert worden und hat sich dort umgebracht. Deswegen dieser persönliche Bezug zu diesem Buch. Mein Sohn hat über diese ganze Geschichte unseres Verwandten Josef Klems, er ist nicht der Einzige, der bei diesen Befreiungskämpfen für die Rifkabylen mitgemacht oder mitgewirkt hat. Das waren so einige Soldaten und Offiziere aus der deutschen Armee, die dann da entsprechend ihr Wirken hatten. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Es gibt sogar eine historische Aufarbeitung von einem Historiker aus Münster. Ist sogar frei verfügbar im Netz. Kann ich gerne mal hier in den Kommentaren verlinken. Ja, das ist so dieser persönliche Bezug zu diesem Buch, dass man also wirklich merkt, wie hart das im Endeffekt war, da deportiert zu werden nach Französisch-Guyana. Und das soll heute mein Buchhinweis sein, Henri Charrière, Papillon. Ja, das so immer wieder im Wechsel. Wir werden morgen wieder ein etwas anderes Buchthema sehen. Wir sind jetzt bei der Nummer 3, ja, das läuft ja ganz gut. Und morgen kommt die Nummer 4. Und bis dahin werdet ihr locker diese knapp, 600 Seiten, werdet ihr bis morgen schaffen, das ist packbar und wenn es halt nur der Film ist. Also, gute Zeit, viel lesen, werdet erfolgreich, bildet euch weiter. Wir sehen uns. Ciao.